Dann seid ihr jetzt wieder Stellung spielen. Ja, aber echt. Ja. Ich habe halt im einen gut. Oh. Habe ich mich erschrocken. Alter, ich auch, Alter. Hast du gerade geschossen, Janik? Ich hab's versehen. Ich hab mich so erschrocken. Juiuiui. Look at my life. Feel my pain. When it comes to me and you, we're not the same. This is so far from a game. Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zu einer wunderschönen neuen Runde Hunt Showdown. Die Krähe wird fliegen. Und deswegen haben wir uns vorbereitet und in einer richtig krassen Session. Und da ist jetzt eine Runde entstanden, die wir euch nicht vorenthalten. Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zu einer wunderschönen neuen Runde Hunt Showdown. Ist eine Weile her, aber weil die Krähe bald wieder fliegen wird, haben wir uns gedacht, müssen wir uns natürlich darauf vorbereiten. Eine schöne Dreierrunde ist das geworden und 4 Dreierteams, alle beim Einzelvertrag, Assassinen, alle in der gleichen Ecke. Sehr spannend und sehr spannende Szenen auch entstanden, sehr witzige auch, wilde Runden und unter anderem ein Indiana Dave, Hillbilly Sven, nur vom Verhalten her, alles gut Leute. Und ich hoffe, ihr habt ein bisschen Bock drauf, wieder ein bisschen Hunt-Showdown-Action, auf jeden Fall gönne ich euch das jetzt mal. Lasst ein Like da, wenn es euch gefällt, ein Abo. Das ist natürlich nicht Pflicht. Allerdings erstmal viel Spaß. Hallo. David, hast du damals Scrubs geguckt? Ja. Geil. Kennst du das Lied Steak Night noch? Oh mein Gott, warte mal. Ich hab jetzt Steak Night. Wir feiern Steak Night für uns die geilste Zeit. Steak ist einfach gut. Hab's lecker schmecken tut. Oh, geil, Alter. Ja. Svenny! Svenny, schau mal! Scrubs Hater! Ah, Scrubs Hater? Erstmal schießen. Ja, weiß. Weißt du, Sven ist oder Todd, ne? Oder Sven ist noch so ein bisschen Kelso, weißt du, so der Kadari-Arbeitgeber, der einfach immer. Der will einfach nur abfangen. Ah, ja. Sven ist ein richtiger Kelso. Weißt du, bin ich noch wenigstens hier in der Hütte drin. Weißt du, bin ich noch Dr. Cox, weißt du, der Rebell, der noch gegen Kelso arbeitet, weißt du, gegen Sven. Okay, wir sind nicht im, direkt gut. Im ersten Gebiet. Immerhin. Ja, ich würde mal Blank sagen und dann Rot-Blau, oder? Jo. Also können wir Blank. Ne, Blank ist auch raus. Also wir können theoretisch direkt runter. Also direkt runter More Battery. Ja. Sweeney! Scheiße, Alter. Jannik! Aber jetzt ist es öfter so bei Hindernisse springen, besser als bei DVD. DVD hast du erstmal 5 Minuten Ladezeit dazwischen. Ist so. Nee, wohin genau? Alter. Du sagst das doch! Wenn du dir vielleicht einen Witz machst, was hab ich denn? Was kann ich denn dafür? Ja, du sagst ja nichts. Ja, du, deine Witze, ne? Die muss. Da kann man nichts Witze sagen. Was wenn. Leute! Ja, bringt Nemo mit. Nicht gut. Hummeln! Hummeln im Hintern! Oh ne! Was mit Sven im Hintern? Hummeln! Fummeln? Hummeln! Ja, weißt du, Sven will sich da Rosen entstecken, David will da fummeln. Hummeln will. Das hat er im Hintern. Bitte werden tot, bitte werden tot, bitte werden tot. Auch hier sind wir die Ersten. Okay. Aiden Parrish. Safe Ball. Okay, Station oder Getreidemühle? Habt ihr mehr Bock drauf? Wir könnten auch Golden am Morgen machen, im Zweifel. Hier ist noch so ein Verbrauchungsding. Ja, ich bin eher für Station, wenn ich ehrlich bin. Okay. Station macht nicht mehr Sinn. Emo, by the way. Ich bin weg. Ich dachte, du bist Sven.
Er hat den Imo eingesperrt, alles easy. Nice. Das ist gut. Ich hab keine Ahnung, was ihr da macht, ne? Aber ihr geht nicht falsch. Was ist das im Ausgang, Leute? Nee, wir wollen doch staten. Nicht raus? Ich dachte, wir sind durch. Nee, hier lang. Hier lang. Achso, ich dachte, wir haben schon gewonnen. Also? Schade. Meinst du, wird überlasten, ne? Segne, wird man die geilste Zeit. Wie geht weiter, Sven? Hier, hier ist Sven. Mittagessen. Mittagessen, ja. Sven. Also, jetzt gehen wir doch Getreide, oder wie? Ja, wir gehen doch gerade zur Station. Hier läuft halt ganz komisch. Station, Getreide, alles dasselbe. Station, nein, was die geilste Zeit. Rabenzeit, das ist die geilste Zeit. Geil ist, Sven ist bereit mit dem Messer, Alter. Ach so, was Sven ist einfach bereit, wie in den Schritt zu sprechen. Oh nee, da oben, oder? Ja. David, ich habe übrigens jetzt nicht mehr die Fehleranzeige mit Twitch. Vielleicht geht's jetzt. Oben auf dem Haus drauf, da oben. Der Hinweis scheinen aber die ersten zu sein, und so wie es aussieht, sind wir sogar eventuell beim Assassinen. Das war der falsche. Das war die Treppe. Ja, nee. Macht nichts. Blauer Speedrun. Egal. Nee. Schweinefarm. Beim Ausgang natürlich. Noch keine Geräusche gehört außer von uns. Alter, Sven, was machst du schon wieder? Sven tut sich lieber selber weh. Was denn? Ja, so dann Schweinefarm, würde ich sagen, oder? Hm. Hi. Ich hasse die Schweinefarm. Ja, alles gut, Sven hat Heimvorteil. Weißt du, Gideons Fleischfabrik ist ja noch geil, aber Schweinefarm ist so. Sven, so, Leute, gehen wir? Ist doch da. Ja. Bereit? Ich bin da. Ja, Sven ist bei mir. Wo ja, ist Yannick hin? Aber das sagt ja nichts. Hey, wo ist Yannick hin? Yannick, ja, ich stand hier. Du, ich war gerade ein bisschen verwirrt. Ja. Mach mal den Zombie weg. Ja, dann liegt noch hier halt den Zombie. Die schießen. Hat jemand geschossen? Ne. Sven, nicht so offen rumlaufen. Am besten ins Getreidefeld. Und dann ducken. Weißt du, dass hier welche sind? Es kann möglich sein. Es hat hier jemand in der Nähe geschossen, auf jeden Fall. Es sind halt auch Hunde in der Nähe. Yannick, wo bist du gerade? Okay, du flankierst immer noch. Mhm. Ja, Sven, komm. Hab Schuss gehört. Rechts, Aiden Parrish, würde ich sagen. Was sagst du, Yannick? Wird passen, ja. Hier sind welche durchgelaufen, das Tor ist normalerweise zu. Da kann sein, dass Schweinefarm schon was abgeht. Wir flankieren von der anderen Seite. Also Fenster oben in der Hütte ist zu auf jeden Fall.
Keine Enten auf. Hier ist Action. Ja, ich höre es gerade. Oh, wow! Wo? Ich konnte nichts sehen, Sniper. Sniper ist schön. Distanz zum Killer 40 Meter. Rechts von mir, ja. 10, glaube ich, oder? Ja. 40 Meter? Wird passen. Jo. Okay, dann muss es dann ziemlich nah bei mir sein. Okay, Sven, lass mal erstmal da liegen. Nicht, ne? Das wäre halt zumindest eine ungefähre Richtung, wäre schon geil gewesen. Da siehst du den, Janek? Ich sehe gar nichts, leider. Belastend. Also ich habe den Turm hier bei mir im Auge, da ist nix. Das wird man leicht sehen. Hier ist Gift und hinten ist Feuer. Also ich glaube, die triggern gerade den dicken, den Kopflosen da. Also sie hat Vollmantel-Munition, hat mir instant Heli gedrückt und sie trägt ein blaues Oberteil mit einem gelben Schal. Auf jeden Fall sind welche im Gebäude. 40 Meter, warte mal, 40 Meter, die musst du ja gesehen haben. Das heißt, sie ist auf jeden Fall im Gebäude drauf. Einer ist tot, das ist noch zwei Teams. Zwei Teams? Einer hat gerade deinen Spieler erschossen, eine von denen, also die gerade am Assassinen drin sind. Aber da, wo wir sind, kann kein hohes Gebäude außer dieses eine uns sehen. Oh, da hinten hört sich auch noch was. Von da auf jeden Fall so, also rechts von mir so. Aber die hätten eigentlich früher triggern. Hinter mir! Hinter dir. Ja, da. Das würde sich mit meiner Annahme decken. Gut, dass du vergessen hast zu schießen. Ja, Mann. Sven, ich heb dich jetzt auf. Ich bin am Sack. Direkt wieder ducken, Sven. Direkt wieder ducken. Und in den Busch hier. Okay, Sven, wir müssen darüber. Darüber müssen wir jetzt. Ja, wir müssen uns eine Vorteilsposition holen. Da? Gott, Alter. Das kann mich gerade. 40 Meter, die muss oben im Turm hocken. Oder hinter uns muss sie gehockt haben. Übrigens, da im Hauptgebäude ist das Fenster auf, ne? Für den Fall, dass euch das interessiert. Okay. Das ist gut zu wissen. Da sind immer noch Schritte. Noch einer tot. Noch einer down. Passt ungefähr, das Team hier. Er schießt gerade Leute. Ich bin jetzt auf der Seite des Feuers. Na, da sind die jetzt. Wo sind die? Wo ich markiere. Da! Ja. Sven, dreh dich um. Dreh dich um. Da, genau. Sieht mich noch nicht. Okay. Genau da. Okay, die sind auf jeden Fall hinter uns hergelaufen, Sven. Ja. Würde ich behaupten. Okay, ich brauche. Ist da jetzt? Da hinten? Ich sehe einen. Abgeschossen, das ist belastend. Dann kommt mal zu euch. Da. Nein. Ein. Ja. Bin down. Ja. Er ist down, er ist auch down. Er ist down. Ja, Sven, hol mich schnell hoch. Kannst David holen. Sven, hol mich schnell hoch. Er ist über den Zaun gesprungen und dann hat Sven ihn gekillt. Okay, nice. Okay, nice. Ich hock mich hier in den Busch und wieder auf die andere Seite. Auf die andere Seite, okay. Ja, wieder auf die andere Seite. Mhm.
Da ungefähr ist er gestorben. Genau. Okay, das passt. Passt. Dann haben wir einen. Perfekt. Und zwei weitere sind ja auch down gegangen. Also drei sind schon mal down gegangen, aber von zwei verschiedenen Teams. Das ist nicht so gut. Naja, wahrscheinlich von zwei verschiedenen Teams, ne? Nee, sind... Ja, okay, ich sehe den anderen, pass auf. Wo? Pass auf. Das ist nämlich die Sven erschossen hat. Und zwar, wenn du von meiner Leiche ausgehst, geradeaus eine komplette Linie in dem Busch liegt. Also ziemlich, warte mal, ich muss mal kurz wechseln. Ne, warte mal, ich hab das Yannick an sich hier. Yannick, dreh dich mal bitte nach. Also von da kam auch das weg. Dreh dich mal bitte zu meiner Leiche. Ja. Ich dauert halt ein bisschen wegen Delay. Ach so, dass du guckst meine Sicht. So, pass auf, meine Leiche. Weiter nach links. Mhm. Drehen. Zack, stopp. Deswegen langsam drehen bitte. Okay. Ziemlich genau da. Ziemlich. Hast du geschossen? Genau da. Nee. Also weiterhin da. Da kommt die Schüsse weg. Ja, genau da in dem Busch, Sven. Rechts von dir. Rechts von dir. Warte, nein, links, du drehst dich zu schnell. Okay, du siehst jetzt zu Yannick. Rechts, ja. von Yannick sind doch Büsche. Rechts. Ja, kann sein. Genau da. Weiter rechts. Weiter rechts. Oh Gott, ist das spannend wieder. Weiter rechts. Stopp. Huiuiui. Genau da. Genau da muss eine sitzen. Du siehst sie, glaube ich, gerade direkt an. Also, immer so wie es ist, Da, wo Yannick markiert hat, links neben dir. Bin down. Sniper. Oha. Okay. Eine junge Dame, Sharks, hat mich gekillt. Blaues Oberteil? Ja, 73 Meter, graue Haare. Jo. Direkt ein Header. Okay, jo. Sven? Ja? Renn zu meiner Leiche. Aber Cycle. Geradeaus. Ein bisschen schneller. Sag mal ein bisschen mit Nachdruck. Um den Zaun herum, bitte. Ganz wichtig, um den Zaun herum. Ich habe mich nämlich nicht sofort gesehen. Also eventuell hast du Zeit. So, wenn du jetzt nach rechts guckst. Da musst du schon drüber rennen, Sven. Das ist auch schon auf einer Straße. Ja, renn drüber. Nein, Sven, zu meiner Leiche! Ja. Ich dachte, du liegst da drin. Komm, bitte. Nice. Und jetzt hinter die Mauer. Okay, perfekt. Okay. Ah, zwei Verbände. Die war direkt geradeaus durch dieses Ding durch. Saß die. Okay, das Team ist nicht schlecht. Ich würde jetzt ehrlich gesagt unsere Position gerade gefährden, Yannick. Deswegen bleib mal du an deiner Position da liegen. Naja, okay. Ich bleib tot, keine Sorge. Ich steh nicht auf. Okay, Schüsse. Okay, die kommen näher, Sven. Die kommen näher. Ja, so in deine Richtung. Na toll. Ja, die bewegen sich. Einer hat das Tor zu gemacht. Die kommen jetzt zu dir, Sven. Die kommen nur zu uns.
ehrlich gesagt. Zwei. Ich würde sogar fast sagen, drei Leute. Würde ich fast behaupten. Ja, ich weiß, Sven, die Sniper. Sniper ist bei Sven? Ja. Okay, pass auf. Rechts, Sven. Mach, bist du durchgelaufen? Wie machen wir das jetzt? So belastend gerade. Ich sehe halt von meiner Position aus eher weniger. Aber die haben das Tor zugemacht. Das heißt, einer wird doch schon drin hocken, oder? Oder meinst du nicht? Kann mich nicht bewegen. Drin sind viele Leichen. Ja, ich weiß. Zum Beispiel bei dem einen Guckloch liegt auch eine Leiche. Wollte ich gerade noch pingen, das war meine letzte Tat, ich wollte gerade mit der Maustaste drücken kriegen, Headshot. Sven verschanzt sich in einem Gebäude. Ja, Sven, ein bisschen weit weg von, er sei denn, er geht wieder zurück. Nee, zurück soll er auf jeden Fall nicht kommen. Die mit der Sniper, die hat nach einer Leiche geguckt, also sie weiß, dass wir... Schön am Sonne. Ich weiß safe, dass ich wieder lebe. Außerdem werde ich jetzt die Achtung, den Weg verminen, sag ich mal. Da ist nix. Also würde sich bei den ganzen Teams hier nicht trauen. Das war's, Sven. Das ist belastend. Dann möchtest du, noch, möchtest du vielleicht nochmal ganz laut durchschreien. Es sind Sachen passiert, sagen wir es mal so. Es sind nur drei Teams gewesen, aber. Das ist schlecht, Sven, das ist schlecht. Der Zaun da links, der wird dich killen. Rechts neben mir ist auf jeden Fall noch ein. Würde ich jetzt mal behaupten. Eigentlich wollte ich ja nicht ja wiederbeleben. Ja, kannst ja, du, das kannst du erstmal knicken. Das kannst du auch versuchen, wenn du willst, aber. Zwei verschiedene Meinungen. Den Rest musst du dir selber geben. Das ist halt echt so. Also, meiner Meinung nach, versuch's. Die Sniper-Tussi müsstest du jetzt ungefähr irgendwo bei mir hinten umwerfen. Ja, wir wissen von der Sniper-Tussi. Ja, die wissen auch, wo ich bin. Sagen wir es mal so. Die wissen mittlerweile, dass ich hier bin. Und hier war gefährlich, Annik? Ja, wegen dem Zaun, guck doch mal, wie offen der ist. Ja, aber ich muss irgendwie durchkommen zu dir, oder nicht? Musst du nicht, du kannst auch einfach Leute machen und mich dann darauf hin. Oh shit, ich hab ein Problem. Oh shit, ich hab hier keine Leiter, ne? Oh shit, ich hab ein Problem. Ich bin jetzt unten. Das ist jetzt immer artig. Ja, es ist problematisch geworden. Meine Position ist ganz schön problematisch geworden. Sven, Haus. Guck mal zum Haus. Ja. Im Haus? Siehst du das? Achso, oder ist kein Zombie, ne? Nee, ich glaube nicht. Wer ist ein Zombie? Nee, glaube ich nicht. Was ist sonst? Also ein Spieler. Da meintest du? Ja. Was war denn das? War ich. Nein. Nee, da warst du noch nicht. Ja, was ist hochgerannt bei dir, David? Bei mir hochgerannt, kann ich sagen. Ja, bei dem Gebäude. Wo du drin warst. Achso, ja, das war ein Dicker. Ja, genau. Eventuell habe ich eine von seinen Larven gehört. Ich glaube, das war's. Also, ich bin jetzt gefangen. Ich komme hier nicht mehr raus. Aber geil ist das jetzt auch noch, oder? 37 Minuten voller Spannung, wir warten euch noch. Und wie kannst du da seelenruhig lang schleichen, Mann? Hi! Hi!
Headshot in 3, 2, 1. Ja, das erwarte ich auch, ehrlich gesagt. Pferd? Hinter uns. Das ist ungewöhnlich, sag ich mal. Aus der Richtung irgendwie, ne? Mhm. Ich geh wieder hoch. So. Kann ich zumindest. Gibt es auch hier Ködergranaten oder was? Sven, rechts! Da war richtig. Nein. Ja. Strafe. Ja, rechts? Ja, ich glaube, das ist das Spiel auf dem so. Ja, ich glaube, was ich gesehen habe. Ja, ich sehe es. Was ich gesehen habe, ein Spieler rennt auf Sven zu und der wird dann erschossen. Das ist einfach gerade von einem anderen Team gerettet. Da siehst du. Hau drauf. Alter, Sven. Hit. Der muss sich heilen. Hat er so gut gefressen. Nee. Scheiße, ich hab die Koordinaten alles verloren. Schön, danke, Sophia. War schon gut gerade. Alter. Der wird cyclen. Also ich hab halt nicht gehört, ob er gefallen ist. Ich hab nur viel verredet. Wer geschossen? Ich. Rechts, Sven. Die sind ziemlich nah rechts bei dir. Rechts. So weit rechts, oder? Ja, theoretisch schon. Ja, das war's. Jetzt werden die Meisters. Jetzt werden die Maestro. Gibt links, zwei. Links von dir, rechts von dir, über sind links die da. Und du stehst und sehr offen, aber du machst das. Ja, belastend. Links. Steppen da gerade rum wie Weltmeister. Sven könnte theoretisch eine Granate werfen, um zu lenken. Aber schafft das zu klettern? Nee, ne? Das ist viel möglich. Obwohl, wenn die Scheiße schießen, dann schon. Dann könnte er mich nochmal hochholen. Was hast du so dabei? Wie viele waren das denn? Es waren zwei auf jeden Fall. Einer links, einer rechts von dir. Hörst du, ne? Sven? Nee, hörst Alter, du Sven, nicht? Hörst Sven, du nicht, oder? Du? Nee. Sven! Rechts. Nee, links. Ich höre nicht auf, bis was durch Wasser irgendwie. Sven, hast du Granaten? Nein. Oh. Rechts von dir. Zweite Runde Hand heute. Alles noch drin. Die letzte sein. Okay, pass auf, Sven. Sven, weißt du, was wir jetzt machen? Weil es ist so oder so Risk. Wenn du jetzt. Du siehst doch meine Leiche, oder? Oben, ja. Wenn du rechts rumgehst, ja? Ja. Dann ist da eine Leiter, kletter hoch. Das ist viel zu offen, dann kann doch einfach durch das Tor gehen, das ist geradeaus bei ihm. Nein, da ist keine Leiter drin. Das nee, da ist eine Treppe drin. Nee, da ist doch keine Treppe drin. Doch. Nee. Doch? Ich war doch gerade drin. Das ist doch immer eine Treppe. Nein, da ist keine Treppe. Das war ja mein Problem, deswegen musste ich außen herum. Es gibt nur die Leiter. Die können doch in deinem unmöglichen Gebäude, so, die sind zu faul. Sven, du kannst doch geradeaus reingehen und wenn Yannick meint, dass da eine Treppe drin ist, dann prüfen wir das jetzt. Los, Sven, du komm, gehst Sven. Jetzt da rein! Scheiß auf das Spiel, es geht jetzt darum, ob wir eine Treppe haben oder nicht. Rennen! Es geht um die Treppe, nicht um den Sieg. Und jetzt nimm die Treppe links! Mach die Tür zu! Links! Wo ist links bei dir? Und hoch! Da ist die Treppe! Alter, David! Sven, hol mich hoch. Los, schnell. Schnell! Drück. Ja. Erstmal heilen, ja. Achso, ja, das war richtig. Ja.
Meine Fresse. Hauptsache gegen Dame. Also ich hab Sieg erreicht. Scheißtreppe drin, Alter. Die ist immer da. Ich war schon gesagt, die hätte doch kein Gebäudedesign. Die Frage ist, was mache ich jetzt? Sven, du bleibst da. Du bleibst hier. Und verschanzt dich. Scheiße, Mann. Komm mal mehr links, Sven. Da. Oh. Okay, dann. Janek. Scheiße. Das war der Baum. Alter, da ist noch ein dummer Stein da drin, Alter. Oh mein Gott, Alter. Das war der Baum, ist aber auch geil. Auf das hat man auf der Cam, Alter. Das mach ich nie wieder. Also mit der Musik angefangen hast, bin ich direkt umgeswitcht. Mein Sven war witzig gerade wieder? Nee. Was machen wir jetzt? Ich hab halt keine Ahnung. Ich bin halt auch gerade mega überfordert. Ich hoffe, du kannst nicht Wasser. Nein. Nein. Bei dir ist Action, Sven. Also, was wenn es denn, also, theoretisch zwei Teams? Theoretisch. Theoretisch kann es auch nur ein Team sein, weißt du? Das andere weg. Vielleicht ist jetzt gerade von dem letzten einer, der erschossen worden. Das kann sein. Weil Sven wurde, einer ist nämlich auf Sven zugerannt, der wurde dann von dem anderen Team wieder erschossen. Ich bin im Turm. Ja. Oh, risky. Das ist risky, aber ist mir egal. Ach, eine Larve ist das hier. Boah. Hat die denn Larve? Liebt ihr? Nee, aber die plättert hier so rum. Ich kletter wieder runter, ist mir doch ein bisschen. Ey, was ist das für ein Matchup hier? Also hier im Turm war auch keine Leiche, by the way. Hm. Aber Fenster hast du recht, ist offen. Und daneben lang vorne Leiche. Ja, die liegt nicht mehr da, glaube ich. Nee, ist aufgehoben worden. Ja. Ey, das war das Letzte, was ich tun wollte. Die Leiche picken. Also theoretisch könnten wir zu Sven rennen. Hm. Das wäre halt so my guess that we can do. Von mir aus? Frage ist, wie mache ich das? Ich kann nicht übers Dach. Okay, vergiss es. Ich war gerade zu dir hin. Ja, da war eine Brandfalle. Mhm. Da hat auch direkt einer geschossen. Also die haben das gut vermint hier. Ja. Theoretisch müsste jetzt noch eine Brandfalle geben. Scheiße, Mann. Die ist bestimmt hier, da bei dem letzten Ausgang hier. Ich kann übrigens nicht mehr pingen. Das ist ein cooles Feature, wenn man stirbt, darf man nicht mehr pingen. Das ist ja nicht geil. Wow, jetzt geht's wieder. Okay. Jetzt geht's wieder. Einfach wütend drauf drücken. Alter, ich hab die Falle nicht. So rumsneaken ist auch scheiße. Alles ist gerade scheiße. Die sind eh alle so südlich, so beim Ausgang, was weiß ich nicht. Also, theoretisch. 27. Ja, moin. Aber bekommt nur so ein langes Ding in mein Gesicht. Ja, Entschuldigung. Soll ich mit den kurzen Dingern rumlaufen? Kann ich auch machen. Ja, mit langen Dingern in meinem Gesicht, da komme ich nicht klar damit. Vor allem, wenn es überraschend ist. Hey, yo, Smoky! Janik, was ist das? Ist das ein Zombie? Was? Zombie, oder? Ja. Okay. Das ist noch eine Brandfalle. Das ist eine Falle, das ist eine Falle, das ist eine Falle, ne? Ja, die hab ich gesehen. Okay, alles klar. Janik,
Ne Dayon? Nein, Dayon. Smokey! Okay, komm, komm. Wenigstens die Punkte fürs Entdecken will ich haben. Er ist fast down. Meine Punkte. Er ist bei mir! Oh ja. Sven, ich komme zu dir! Ja. Hallo Sven. Hä, wo bist denn du jetzt, Sven? Oben. Hab ihn. Ja, Daily. Aber nicht mehr da, wo wir waren, ne? Der Lieb geschafft. Lol. Ja, Sven ist tot. Sven wurde von denen getötet, die wo wir gerade gesagt haben, Sven, bleib hier! Mach Sven was? Er rennt darüber! Sniper 95 Meter Headshot. Lass mich ran, blau? Ja. Krass, Sven. Was? Sven, ey! Der hat gleich einen neuen Weltrekord aufgestellt. Sag mal so, die sind bei mir und machen Eck. Schießen die auch auf dich oder auf wen schießen die da? Nee, die schießen nicht auf mich. Also noch nicht. Was soll denn mit denen? Die denken, ich bin da oben drin. Oh, nice. Schießen wild da rein. Hinter dir kommt was, Janik. Okay. Ich hab da auf jeden Fall jemand aufschreien gehört. Wir an deiner Stelle auf jeden Fall im Gebäude bleiben. Ja. Rausgehen würde ich nicht. Ich könnte theoretisch zu dir rüber. Was die können, kann ich schon lange. Ich könnte theoretisch zu dir rüber jeden. Ich glaube sogar, es wäre fast die schlauere Überlegung, zu dir rüber zu jeden. Janik, die Tür hier, ist sie offen? Hier ist alles zu. Machst du die mal bitte auf? Also ich kann die hier aufmachen, da ist eine. Da, die ist... Nee, da ist eine Tür. Genau da, wo ich gepinkt habe, ist eine Tür. Da muss ich rein. Die ist direkt gegenüber von mir. Ich glaube, das ist der Vorraum. Und dann kommst du jetzt zu den Heuballen und dann kommst du nach rechts zu meiner Tür, die ich meine. Ja, aber das würde mir erstmal reichen. Ja, die kann ich nicht sehen, weil es der Vorraum ist. Kannst du kurz den Vorraum? Nee. Sven liegt da oben. Also sag mal so, die eigentliche Tür ist auch zu. Du bist nicht gesprungen, ne? Ich hab einen Schlag gemacht aus Versehen, weil ich gerade gewechselt habe. Okay. Also, ja, genau. Ja, das weiß. Scheiße, ich will wissen, ob die Tür da offen ist. Also nicht versperrt. Nein, wenn das ein Vorraum ist, ist es nicht versperrt, ne? Ne. Nindayo! So, moin. Hi. Mach mal bitte die Heuballentür auf. Mach mal bitte die Heuballentür auf. Ich muss eben eine Falle entschärfen. Okay. Hi. Hi. Kannst du wieder zumachen? Ja. Okay. Laden ist, also hier ist ja noch eine Falle. Und noch eine Falle. Ja. Hast du die alle aufgestellt? Ja. Ich hab mir gedacht, was die können, kann ich auch. Okay. Also hier sind so 5, 6 Fallen drin. Aufgebracht. Ich paar gerade. Mit Gift, paar, also die bei dem Monster sind mit Gift. Wo kann ich hier kann sind ich alle normale. Kann ich denn hochgehen? Nirgendwo. Also ja, ich kann okay, dir eine frei machen. Meine... Ja, warte mal, ich mach die hier frei. Ich hab schon eine frei gemacht. Okay. Du solltest die vorne, by the way, anders platzieren. Noch eine hier. Oh, ja, die mach die jetzt frei. So. Okay. Okay, hast du, also oben hast du nicht gecheckt, ob da jemand ist? Ne, oben hab ich nichts gecheckt.
Naja, theoretisch hätte dich die Person getötet. Sven, warum musst du auch so scheiße offen liegen, Mann? Na, Sven, Sven rennt nicht weg. Der brennt nicht. Alles gut. Ja, ich will ihn nur beschützen. Darum geht's mir. Ich wollte ihm gucken, ob ich was sehen kann. Ja. Ja, aber Sven, wenn wir sagen, bleib sitzen. Bleib bitte sitzen. Da läuft ein sehr guter Sniper rum. Sven denkt sich, ich laufe mal aufs Dach. Ja, ja, hätte sein können, dass er mich aus der Position nicht sehen kann. Ja, Sven, an offene Position. Die laufen gerade ins... Ja. Ja, die eine hat mich gesehen. Die sind zu dritt. Die sind zu dritt. Ist ein Dreier-Team. Ein Mann, zwei Frauen. Eine mit Rot-Blau, eine mit Blau-Weiß. Ja, schon defensiv, David. Kommt Zweifel nach unten, wenn es so zu schlecht zu schlimm ist. Ja, ne, alles gut. Aha. Die schießen da am Fenster rum, weil die denken, dass ich immer noch am Fenster stehe. Hoffentlich geht bald die Muni aus. Welcome to the underground. What has the fun? Your voice will look me round. Hatte der die Leiche, die du gesehen hast, einen Hut auf? Die ja, ich gesehen habe? Ja. Ich meine nicht. Okay. Du warst so bräunlich. Naja, das, dann kann das schon sein. Schon sein. Oder grau. Graubräun. Ja, eine ist. Warte mal, ich muss markieren. Gefährlich. Da ist eine. Im Waldchen. Mhm. Ist eine, das ist die Scharfschützin. Die hat mich ziemlich geschossen. Zwei sind im Haus, wo wir waren. Okay. Ja, die eine scoped ab, aber einer von hinten versucht, sich irgendwie anzuschleichen. Komm näher. Ja. Laufen da immer noch rum. Versuche mich gerade zu treffen aus verschiedenen Positionen heraus. Nochmal getroffen. Das ist wild hier. Deswegen habe ich die Mehrschuss lieber. Kann man schön einen nach dem anderen setzen. Sven, Janik, hast du dich bewegt? Ja, aber ich schleiche. Also ich mache keine Türen eigentlich. Die rennen hier halt rum wie Wahnsinnige. Das war ich. Ja, unten läuft eine rum. Ja, ja. Lad mal nach. Vorsicht ist besser als Nachsicht, ne? Sagt man. Ja. Ah, das war ein Fetti, Alter. Die haben den Fetti da hochgelockt. Meine Fresse, Alter. Um mich abzulenken. Oh. Also diese Vollmantel. Die werfen was, David?
Ja, bin schon weg. Haben wir irgendwo Munition? Ah, da ist einer drin! Einer ist oben! Hab ich! Nice. Einer hat sich rumgeschlichen. Durchs Fenster, Alter. Arsch! Die andere Leute. Ich glaube, die andere ist auch hier. Mhm. Ich verbrenne den jetzt. Ja, ist besser so. Ich bin auch oben jetzt. Unten ist alles voll. Eine Hive ist oben, eine Hive ist oben. Ja. Eine Schwarmbombe haben die wahrscheinlich geworfen. Das ist auch belastend. Die ist weg. Ja. Ich hab halt. Verbrannt ist er jetzt auf jeden Fall. Hm. Nee, ist er nicht. Ich kann ihn immer noch. Werfen wieder was? Das war Stacheldrahtbombe, glaube ich. Hm. Oder irgendwas. Ich hab noch Lampen, wenn ich den nochmal verbrennen soll. Am Fenster, irgendwas ist aufgegangen. Irgendwas ist aufgegangen auf jeden Fall. Soll ich den verbrennen nochmal? Hm, verbrenne ihn nochmal, ja. Jetzt auf jeden Fall safe. Einer kommt hier rüber. Mhm. Läuft übers Dach. Ja. Habe ich einmal gehittet. Ist down. War drinne. Ja. Ne, es ist noch einer draußen. Habe ich einmal gehittet. Ja, einer war drin. Ist rechts, einer ist rechts rumgelaufen. Hat versucht, sich von hinten zu machen, by the way. Ja, ich stand. Kannst du die auch nochmal verbrennen, bitte? Ja, ich muss eine Lampe bei dir holen. Das ist alles okay. Ich habe das hier unter Kontrolle. Okay. Noch. So. Sehr nice. Reicht ja. Sollte. 4-2 haben wir. Zwei haben wir. Alter. Indiana Jones hat uns gerettet. Schwere Nach Bücher. 13 Minuten im Übrigen. Scheiße. Der ist hier irgendwo auf dem Dach und nicht hinter mir. Vermute ich jetzt einfach mal. So, das heißt. Machen wir mal das down? Okay, der ist nicht mehr zu holen. Da ist jetzt dicht. Da sitzt dichter als dicht. Das heißt, wir könnten theoretisch Sven holen. Meinst du? Das ist ja immer noch Sniper. Aus dem. Das ist nee, immer noch Blickfeld. Die muss immer noch auf dem Dach sein. Ich kann es aus Blitzbombe machen. Weil die da hinten ist weg. Die da hinten ist weg. Die hat mich sonst schon längst abgeknallt. Die hat die ganze Zeit auf das Fenster geaimt. Die muss weg sein. Okay. Und warte mal, was hast du gesehen? Weil das war jetzt wieder ein anderer, glaube ich. In Rot. Dieser DLC-Skin. Dieser asiatische. In Rot. Wait. Okay. Warte. Dann ist sogar noch ein weiteres Skin hier. Ich heb einfach einmal auf, ja? Heb einmal auf, ja. Guck dich bitte um. Da muss theoretisch noch ein anderes Skin hier sein. Was sagst du? Warte. Und jetzt schau ich mal. Nix mehr. Ich seh nix. Nichts mehr? Nee. Okay, dann hol ich jetzt Sven. Ja. Okay. Sven ist wieder da. Da kam gerade. Okay, du ja, hast ich hab einfach mal Backup. Nice. Okay. Das heißt theoretisch Ausgang, oder? Ja. Ausgang wird noch was sein. Oh. Wahrscheinlich hat sich jetzt ein Team gedacht, Ausgang, weil Zeit. Aber von der Zeit her könnten wir noch, was weiß ich, in den Süden laufen, im Zweifel. Hat die zweite Trophäe mitgenommen. Hm. Munitionstechnisch, wie sieht's aus hier, weil ich hab nur noch... Unten ist sonst noch was? Bei den Stacheldraht-Ding, bei meinen normalen Fallen. Ja. Aber sonst haben die auch noch ein paar schicke Waffen. Die hat schicke Skin-Waffen. Oh. Oh, was... Ja, der hat aber nicht mehr viel Muni. Ja, oh, ja, komm, ey. G-
gönnt mir halt, ey. Ja, dann müssen wir zu dem Fallen raus, weil ich brauche Munition auf jeden Fall. Okay. Ah, hier ist eine Munitionskiste. Okay, hat sich erledigt. Wir können auch durchs Fenster raus, theoretisch. Okay. So, du sagst, wir könnten theoretisch auch oben, wo wir gespawnt sind, Golden Dogs, Goddard Dogs. Sven spielt Hand. Nice, Sven. Ja, nice, ne? Also du sagst, Dogs könnten wir auch entkommen. Können wir machen. Ja. Okay, dann würde ich echt Dogs gehen, weil Ausgang werden die auf jeden Fall geschützt. Okay. Das sind alles nur Soundfallen, das macht nichts. Wir sehen uns eh. Ja, alles klar. Hier durchs Fenster, weil da ist ein Dicker. Ich check nur noch mal gegen. Ja. Er ist frei. Also hier geradeaus ist frei. In die Richtung jetzt erstmal auch. Grundsätzlich. Ich habe noch 3 Sekunden auf dem Tacker. Gehen wir ran. Also cyclen wir am Rand entlang? Würde ich sagen. Okay. Mit einer Seite, dann haben wir halt nur eine Seite zu befürchten, ne? Ja. Wenn wir dann noch ein bisschen Wald haben und so, ist natürlich offen, müssen wir das lassen, ne? Aber theoretisch 3 Seiten hätten wir. Okay. Ja gut, haben wir gut gespielt, ne? Also war belastend, aber ist okay. Das ist sie eine Weile so weit dauern. Das war viel Einsatz. Yannick, kannst du dich mit einer Sekunde kurz umdrehen? Ja, es ist alles gut. Nix in der Nähe. Okay. So, sind wir am Rand? Wir sind am Rand. Perfekt. So, Sven, was sagst du? Wild. Krasse Runde, ne? Ja. Hat es in sich. Hand ist in sich. Hand in sich. Hey, mit der Hand. Zwei, Fummeln. So, checken wir nochmal. Nee, checken wir noch nicht. Oder? Na doch, komm einmal. Der vor uns ist immer noch frei. Das sieht gut aus. Ja. Okay, Yannick will es nochmal drauf anlegen. Ich habe einen Säbel, ich bitte dich. Das war wieder. Das war nach langer Zeit echt eine intense Runde. Das war richtig intens. Also alle Teams sind da, alle bekriegen sich. Du hast gesagt, Virtualis kommt davon. Das ist aber Wahnsinn. So. Vorne. Ja, da vorne scheint. Ich habe voll unten das Gefühl, dass ich da ganze Zeit unten saß und damit gekämpft habe. Weil ich hatte ja nur Shotgun. Ja, hinter uns ist auch frei, vor uns ist frei. Ich sehe jetzt schon die Folgenüberschrift: Indiana Dave. Und das Geheimnis des verlorenen Assassinen. Sven, komm mal her. Wo bist du denn? Ja, komm mal. Wegfällt! Ja, wir haben es geschafft. Jawohl. Ja, gegeben, Leute. Easy Game of All. Alter. Boah, also wir sind ungefähr so aufgestorben wie sonst, wie früher immer in so 5 Matches oder so. Ja. Und nur dem Match hier jetzt. Alter. Ja, ich habe halt so viel Lebensbalken. Halt unglaublich. Und ich verliere halt immer nur eine. Jeder einmal jetzt gestorben oder wie war das? Nee, ich bin viermal gestorben. Viermal? Mit dem Match jetzt? Viermal gestorben. Ja. Lol. So, ja, zweimal habe ich David aufgehoben. Nee. Hä? Zweimal habe ich aufgehoben. Nee, du hast mich dreimal aufgehoben.
Dreimal? Einmal da hinten bei dem Zaun da. Einmal bei dem Gebäude. Genau, einmal oben an der Mauer. Einmal an der Mauer. Das genau. Ich bin dreimal gestorben. Aber drei Jäger. Beim vierten Mal wäre ich fast gestorben. Aber da habe ich ihm noch gut eine mitgegeben. Freischaltung. Geil. Ich habe jetzt neue Munition freigeschaltet. Sehr schön. Oh. Was natürlich bei einer Schrumpfschnitte sehr wichtig ist, weil dem Nahkampf jetzt. Okay, zwei Jäger getötet. Also insgesamt haben wir drei Jäger getötet. Und wir haben alle drei getötet. Geil. Wir haben ein komplettes Team ausgelöscht wieder. Geil. Ja, nice. Nice. Richtig nice. Fetten Cash dabei gemacht. Hätte ich gedacht, dass ich nochmal Hand holen muss. Und du, Sven? Tja. Ich bin immer noch ein bisschen verwirrt. Sven gewinnt die ganze Zeit durchgehend alles, weißt du? Alles noch verwirrt. Steuer. Ghoul. Marshall ist mittlerweile krass. Für Intent, Leute. Nice. Ja. Leute, das war ein Showdown. Hoffe, es hat euch gefallen. Heute hören wir uns dann hoffentlich in Counter-Strike wieder und danach vermutlich Reset DBD. Schauen wir uns an. Bin ich gespannt. Und jetzt erstmal eine gute Nacht wünsche ich und gönnt euch einen schönen Samstag und vielleicht sonst einen schönen Sonntag, wenn ihr zu Pokémon schaut oder sonst vielleicht erst nächste Woche wieder. Haut rein! Feel my pain. When it comes to me and you, we're not the same. This is so.